Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich möchte heute mit einer Reihe auf meinem Kanal starten, und zwar der Beauty-Inventur-Reihe. Und ja, wir fangen einfach mal an mit Duschgelen, weil ich glaube, da habe ich einfach am allermeisten. Und ja, ich habe das mal aus meinem Schrank hier rausgekramt. Und es ist diese volle Kiste hier. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Und ja, ich habe auch mal gezählt, welche Duschgele bei mir offen im Bad stehen. Das sind insgesamt 11 Duschgele offen in meinem Bad stehen, also die angebrochen sind. Die seht ihr dann aber in meinem nächsten Aufgebraucht-Videos. Und ja, ich zeige euch jetzt heute mal die Produkte, die ich hier noch habe. Und es ist wirklich eine Menge. Also einiges habe ich selber gekauft, einiges habe ich aber auch zugeschickt bekommen, beziehungsweise halt in Glossy-Boxen oder allgemein in Abo-Boxen gehabt oder einfach zu Weihnachten, Geburtstag und so weiter geschenkt bekommen. Und ja, dadurch hat sich doch schon eine Menge angesammelt. Und ja, wenn man mal rechnet, dass man so vielleicht 2-3 Duschgele im Monat aufbraucht, es ist doch eine ganz schöne Menge. Und ja, ich möchte für dieses Jahr, also Jahr 2019, einfach von der ganzen Anzahl 30% reduzieren. Hört sich erstmal nicht viel an, aber ich denke, es ist doch schon eine Menge, wenn man bedenkt, wie wenig Produkt man eigentlich braucht. Ja, wie gesagt, 30%, wir zählen das jetzt gleich da mal durch, wie viel Duschgel ich habe und wie viel es dann Ende dieses Jahres nur noch sein sollten. Ja, starten wir einfach mal mit der CD Wohlfühl-Creme-Dusche Waldbeerenduft. Das ist diese hier. Ich lasse die jetzt auch mal zu, damit ich sie nicht wieder ständig auf- und zumache. Hier habe ich einmal die Winter Edition eingekuschelt. Sandelholz und Kardamom. Dann ziemlich neu in meiner Sammlung ist die Sweet Violet Pflegedusche. Riecht halt wirklich richtig lecker und deswegen musste die mit. Von Dresden Essenz habe ich hier einmal Ich und Ich, ein super Team Pflegedusche. Ja, das hatte ich in einer Box, und zwar das Duschstars Ich fühle mich traumhaft mit fruchtig blumigem Duft. Das ist dieses hier. Von Rossmann einmal zugeschickt hatte ich hier die Isana Young Shower Gel mit fruchtig süßem Duft. Das ist aus dieser Kiso-Box gewesen. Dann letztes Jahr in wo war man da? Luxemburg, ja. In Luxemburg mitgenommen, hier von Garnier des Ultradox mit Rosen und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Seife oder Marzipanduft sein soll. Vielleicht wisst ihr das. Roch auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich hier noch einmal das Shower Secrets vom Nilam mit Mugee und Bergamottduft, das ist ein richtig schön edler Duft, gefällt mir richtig gut. Dann auch in Luxemburg mitgenommen hier das Tahiti mit Monoi. Monoi ist so ein schöner Duft und liebe ich. Ja, dann kommen wir hier einmal zu Nivea Pflegedusche Seidenmousse. Das ist das mit Himbeere und Rhabarber, auch ein sehr schöner Duft. Ja, auch erst vor kurzem eingezogen ist das Duschmousse Oh Dear mit Vanille- und Tonkabohnenduft. Riecht mit Sicherheit auch sehr, sehr gut. Ja, dann im Adventskalender hatte ich hier ein Duschpeeling, das ist mit Mandelblütenduft. Zu Weihnachten bekommen habe ich hier einmal das Body Scrub. Ziehen wir das zu Duschgelen? Ja, das ziehen wir jetzt einfach mal zu Duschgelen. Das Feel Good. Das ist dieses hier. Ja, dann hatte ich bei der lieben Sarah ein Paket gewonnen mit der, also das Bilou-Paket. Und da sind diese zwei Duschschäume hier. Einmal das Pink Sparkle und das Silver Sparkle. Und ja, steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht drauf, nach was es duftet. Fruchtig süß und süßlich warm. Genau, das sind die beiden hier. Dann das Duschgel der Simi Roll-In Duschgel mit Beeren-Smoothie-Duft.
von Balea. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei Balea. Da habe ich hier einmal das Himbeere Litchi, das Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenduft. Ja, auch schon etwas älter, das Born Too Lazy mit fruchtig süßen Duft. Ist auch richtig süß vom Design her. Ja, von Balea aus dieser Mr. und Mrs. Panda Reihe, das Zitronenblüten- und Birkensaftduft. Und halt, das ist eine Bodylotion, die kommt woanders hin. Von Dresden Essenz einmal den Lichterglanzdusche mit magisch traumhaften Duft. Riecht einfach richtig schön zitrig. Habe ich auch gerade schon im Bad stehen, denn einmal habe ich es mir selber gekauft und einmal habe ich es zu Weihnachten bekommen. Von Fa haben wir hier eine Dusche und zwar Wassermelone und Ilang Ilang Duft. Hier habe ich noch ein Balea und zwar das No Drama Llama. Das ist dieses hier. Von Dresden Essenz die Ich bin warm und herzig Pflegedusche mit fruchtig süßen Duft. Nochmal von Dresden Essenz Ich date die Gemütlichkeit. Das riecht auch richtig, richtig gut. Da freue ich mich schon richtig drauf. Von Rituals, das war in einer Zeitschrift, The Ritual of Yalda, May All Your Wishes Come True. Ein sehr, sehr schöner Duft. Noch ein Ritual, und zwar das Ritual of Sakura. Das hatte ich in so einem Set drin. Ja, es ist im Endeffekt das beste Rituals-Produkt, was ich einfach liebe. Das ist dieses Kirschblüten- und Reismilchprodukt. Und es riecht so lecker, Leute. Also wenn ihr daran noch nicht geschnuppert habt, schnuppert mal dran. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, dann von Tete Sepp, das hatte ich auch schon mal aufgebraucht, ist hier die 04 Aromadusche mit Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timor, Pfeffer, Blaubeere und Jasmin. Ein richtig schöner Wachmacherduft, mag ich richtig gerne und freue mich auch schon, das im Sommer wieder zu verwenden. Ja, noch eins, was ich mir in Luxemburg damals mitgenommen habe, das Miel de Lavende, also Lavendelhonig. Das sieht so aus. Schöner Lavendelduft. Ich liebe Lavendel und deswegen darf es auch nicht fehlen bei mir. Dann hier einmal das Duschschaum mit Arganöl. Das mit Rosenduft, glaube ich, ist. Das habe ich im Badezimmer stehen. Das ist dieses hier. Ja, von Dresden Essenz hier das Tag am Meer After Sun Duschgel. Das ist dieses hier. Ganz, ganz toller Duft. Also richtig schöner Sommerduft. Ja, dann zu dem Body Scrub von Douglas, hier das passende Duschgel dazu. Wie gesagt, das hatte ich zu Weihnachten in so einem Geschenkset bekommen. Ja, jetzt habe ich hier noch so kleine Duschgele, die aus dem Balea und Alverde Adventskalender kamen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Alverde. Da habe ich hier einmal die Pflegedusche Bio Minze und Bio Bergamotte. Das ist dieses hier. Dann haben wir einmal den Weihnachtsmarkt Pflegedusche. Die Goldglitzerpflegedusche. Ja, und dann noch drei Balea-Duschen. Einmal die Lovely Moments mit Mandarinenduft. Mit Weihnachtszauberduft. Und mit Vanillehonigduft. Ja, das waren jetzt alle Duschgele und ich zähle jetzt mal schnell durch, weil ich habe gerade nicht mitgezählt, muss ich ehrlich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe jetzt mal schnell durchgezählt und ich habe hier jetzt vor mir 38 Duschgele stehen. Sprich, 11 habe ich noch im Badezimmer stehen. Heißt insgesamt 49 Duschgele. Wow, das ist echt eine Menge. Und ja, ich würde sagen, ab heute bis in, ich würde sagen, wir machen im Juni ein Update und da sollten schon so 14 Stück aufgebraucht sein. Also, dass wir nur noch bei einer Summe von 35 Duschgelen maximal sind. Und ja, ich hoffe, das halte ich ein. Aber ich versuche in letzter Zeit wirklich an keinem Duschgel mehr zu schnuppern und mitzunehmen. Und ja, ich lasse mich auch nicht mehr von Verpackungen irritieren.
weil, kennen wir es nicht alle, da mogelt sich dann so ein süßer kleiner Waschbär auf die Verpackung und man denkt, man braucht es. Aber im Endeffekt, ja, so viel brauchen wir dann doch nicht, richtig? Genau, deswegen geht es jetzt einfach dieses Jahr einfach ans Aufbrauchen, denn so viel wie ich hier habe, sollte man eigentlich nicht haben. Klar, es sammelt sich auch einiges an, gerade wenn man so Beautyboxen bekommt und lauter solche, ja, Holz macht und dann da mal ein Duschgel mitnimmt und dort mal ein Duschgel mitnimmt und ja, läppert sich das doch schon recht schnell zusammen. Und wie gesagt, aber das möchten wir, ja, für dieses Jahr einfach mal aufbrauchen und gucken, dass wir weniger kriegen. Duschgele, die mir nicht gefallen, werde ich ehrlich gesagt in einen Seifenspender umfüllen und den als Handseife verwenden, weil ich möchte mich auch nicht mehr durch Produkte durchquälen. Weil ich merke das halt dann, dass Produkte halt dann einfach ewig lange im Bad stehen und ich sie einfach nicht mag. Und ja, deswegen nur noch Produkte verwenden, die ich wirklich mag, und die, die mir vom Duft her nicht gefallen, von der Pflegewirkung her nicht gefallen, kommen einfach in Handspender. Und ja, ich denke mal, dass wir dann relativ schnell das Ganze doch ausdünnen könnten. Je nachdem. Kommt drauf an, ob es mir gefällt oder nicht. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und wissen wollt, ob ich es schaffe, so viel Duschgel aufzubrauchen und auch weniger einzukaufen, dann bleibt auf jeden Fall dran, abonniert meinen Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!